Kostentechnisch ist der individuelle Bereich auf jeden Fall ja sicher höher als wie der Standardbereich, wobei man muss da wirklich ganz klar unterscheiden, es gibt mittlerweile einen sehr, sehr hochwertigen Standardbereich. Ja. Jetzt ohne irgendwelche Marken zu nennen, aber grundsätzlich, wenn du in einem hochwertigen, angesiedelten Standardbereich bist, ja, kannst du eigentlich schon heutzutage fast alles auch individuell in diese Richtung lösen. Fast, es ist nicht alles. Weil auch der individuelle Bereich natürlich ein extrem großes Spektrum abdeckt. Ja, das hat mit Materialien was zu tun, das hat natürlich auch von der Einfachheit oder vom weniger einfachen Möbelbau zu tun. Also du kannst dich ja bewegen von bis. Und man kann es als Mischung sehen. Also ich würde halt sagen, wir haben auch schon die Fälle gehabt, wo man einen Teil gemischt hat mit Standardmöbeln in einem Bereich und dann mit individuellen Möbeln, Standardmöbel einfach aus dem Grund, weil es einfach eine Massivholzlinie war, die halt passt, und wenn das gefällt und es passt, braucht man es auch nicht nachbauen. Also macht gar keinen Sinn. Ja, also wir würden das auch nie machen. In dem Fall war das ja so und man hat eine Mischung gehabt und da kann man im Verhältnis ungefähr sagen, da war vielleicht das individuelle Möbel so 10-15% vielleicht höher von den Kosten, aber auch nicht in allen Bereichen. Also du kannst die individuelle Geschichte natürlich ausbauen bis Ende nie, aber die Regel zeigt, da ist nicht so ein gravierender Unterschied, außer natürlich dann der ganz günstigste Anbieter, mit dem kann man es dann nicht wirklich vergleichen. Also grundsätzlich ist es so, dass man überall dort, wo ich eigentlich nicht mit Standardmöbel zurechtkomme, weil es einfach maßlich nicht geht, weil es Einbauten sein sollen, weil es spezielle Funktionen haben muss, ja, wirst du über individuelle Lösungen nicht hinwegkommen. Es wird nicht gehen. Da muss eigentlich hergehen, muss sagen, ja, okay, ich brauche jemanden, der mir das ordentlich plant, der mir es dann umsetzt, und da ist meine individuelle Fertigung drinnen. Ich denke, dass die Lösungen überall dort kommen, wo man auch länger drinnen wohnen möchte. Also eigentlich nicht was, wo ich sage, das ist eine Übergangswohnung, Übergangslösung. Weil es ja allein die Abstimmung der Materialien ja schon viel vielfältiger ist als wie im Standardbereich. Würde halt aber, ich sage jetzt mal, Übergangslösungen in Wohnungen, die ja immer wieder vorkommen, und man hat ja auch in Wohnungen wieder einzelne Räume, wie oft Kinderzimmer, hin und wieder Arbeitsräume, wo man noch nicht ganz klar und sicher sagen kann, ja, das hat jetzt Bestand auf länger, sondern das ist, schauen wir mal, brauche ich es so lang. Kinder entwickeln sich relativ schnell, also da jetzt anzufangen, denen mit zweijähriges Kind voll einzurichten, glaube ich, ist super sinnlos. Macht keinen Spaß, die kann das Ding nicht anmalen, dann kann sie nicht entfalten, das ist sicher nicht gut. Würde auch nie machen. Würde auch nicht machen, muss wirklich gewollt werden, aber haben wir eigentlich in diesem Zusammenhang noch nie gehabt. Ja, fangt erst an, irgendwo so mit 15, 16, wo du sagst, ja, das ist dann eher Jugendraum. Und selbst da ist es so, dass man schon eher mit Standardmöbel durchkommt, weil man natürlich sagt, so, das ist für 2-3 Jahre, dann ist das wieder ganz anders. Und da muss man auch dazu sagen, da gibt es schon am Markt auch Bereiche, wo man durchaus mit Standardmöbel auch durchkommt. Kommt immer darauf an, ist es was, was ich dann rausgebe aus der Wohnung, ja, aus Einzelschreibtische, vielleicht der Sekretär, irgendwelche Sofas. Wenn es Einbaugeschichten sind, wo es Schrankräume sind, wird eigentlich, kann man sagen, zu 100% individuell gearbeitet. Und auch ist es auch notwendig dafür. Vorteil von der individuellen Ausstattung oder Bauweise ist einfach der, erstens mal, dass man vom Gesamtprojekt eine wirkliche Einheit kriegt. Man muss nirgends Absprüche machen, da geht es auch jetzt um das, da sind wir in dem Teil drinnen, wo man sagt, wann fühle ich mich in dem Wohl, warum habe ich da so eine angenehme Atmosphäre, und die angenehme Atmosphäre ist das, ich habe in Summe nicht 100 verschiedene Sachen, auch wenn es jetzt nur leichte Veränderungen sind, man merkt sie trotzdem. Ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, die Küche von da und das Wohnzimmer von dem und da. Und du hast ja im Standardbereich immer nur, kannst sagen, ja, da haben wir was Ähnliches dazu und das passt da ähnlich dazu, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, und das hast du halt im individuellen Bereich, kannst du sagen, ich habe auch die
super Funktion, ich habe die beste Raumausnutzung, weil ich auf keine Maße verzichten muss und ich habe den riesen Vorteil, dass ich wirklich eine Harmonie vom Material durchziehen kann. Ich kann überall Gleiches mit Gleichen mischen, ja, und kann nur Akzente setzen und das macht es eigentlich aus. Und das ist halt der riesen Vorteil von dem, wo man sagt, da muss ich, ohne dass ich jetzt um so viel mehr bezahlen muss, ja, habe ich das alles. Und sinnvoll.